Hallo und herzlich willkommen zu meinem Kaffee-Talk. Passend zum Thema unterhalte ich mich heute mit meinem Gesprächspartner bei einem Online-Kaffee-Talk. Er ist Projektleiter beim EU-Projekt Safer Internet. Hallo, lieber Matthias Jax. Hallo, Servus. Lieber Matthias, der Grund, warum wir uns heute bei einem Online-Kaffee treffen, ist nicht der, dass wir uns vor der Registrierungspflicht in den Wiener Kaffeehäusern drücken wollen. Ich glaube, wenn es jetzt rein um die Daten geht, hinterlassen wir alltäglich viel mehr an Daten und Informationen über uns im Internet. Stimmt das? Absolut, das ist spannend, nämlich was viele Leute unter Datenschutz verstehen, vor allem wenn es jetzt gerade um eben diese berühmt-berüchtigte Registrierungspflicht geht in den Lokalen. Und in Wahrheit ist es wirklich genau so, auf Facebook, Instagram, Snapchat oder TikTok, wo auch immer wir sind, hinterlassen wir natürlich um einiges viel mehr Daten, als was dort eigentlich abgefragt sind. Du hast vorhin TikTok erwähnt, darauf komme ich noch zurück. Gerade in Ausgangsbeschränkungen, also in Zeiten von Covid, von Lockdown, von Social Distancing, verbringen wir Erwachsenen natürlich, aber auch vor allem Kinder und Jugendliche viel mehr Zeit im Internet, am Smartphone. Das heißt, noch mehr Chats, noch mehr Videotelefonie, noch mehr Online-Spiele, noch mehr Online-Shopping. Da wird doch der bewusste und verantwortungsvolle, eigenverantwortungsvolle und vor allem auch sichere Umgang mit dem Internet noch viel bedeutender. Absolut, das ist genau das, was wir auch beobachtet haben in den letzten Monaten, dass natürlich Kinder und Jugendliche, aber auch junge Erwachsene sehr, sehr viel Zeit digital verwenden. Nicht nur einfach, um zu spielen, sondern natürlich auch einfach, um Kontakt zu halten. Man hatte einfach einen Lockdown, man konnte die Freunde nicht einfach so treffen. Und da ist es natürlich extrem wichtig und das versuchen wir auch regelmäßig gerade auch mitzugeben, gemeinsam diese digitalen Welten auch zu entdecken und zu überlegen, welche Regeln zum Beispiel in Familien dann auch funktionieren könnten oder auch wichtig sind. Und habt ihr ein großes Angebot an Workshops? Das heißt, ihr besucht die Schulen, hält Vorträge, gibt Empfehlungen ab, Tipps? Ja, genau so ist es. Also eigentlich, wenn nicht gerade Covid wäre, würden wir rund 3500 Workshops in Österreichs Schulen machen mit 60 Trainer und Trainerinnen und haben so ungefähr eine Reichweite von zwischen 40.000 und 60.000 Kindern das ganze Jahr. Das ist natürlich extrem eingebrochen und wir haben das auch beobachten können, obwohl wir relativ schnell diesen Switch ins Digitale versucht haben, dass das einfach nicht angekommen ist. Und wir glauben einfach auch, dass viele Pädagogen, Pädagoginnen, aber eben auch Eltern zu dem Zeitpunkt natürlich auch ganz andere Sorgen hatten, als sich jetzt mit diesen digitalen Medien auseinanderzusetzen. Und wir beobachten das jetzt weiter, gerade im Herbst. Wir sind kurz vor wahrscheinlich an der zweiten Welle oder zumindest einer weiteren, dass wir uns wieder zurückziehen müssen. Und wir schauen mal, wie sich das Ganze jetzt auch entwickelt. Genau, wir sind gespannt, wie es weitergeht. Es wäre definitiv ein sehr wichtiges Thema. Jetzt aber zurück zu TikTok. Meine Generation ist mit TikTok aufgewachsen. Das war die Pfefferminzzuckerl. Jetzt dieser Hype um TikTok. Es geht um Selbstdarstellung, Selbstinszenierung. Matthias, warum ist denn diese App, also mit der man quasi so einminütige Videos produzieren kann und mit theoretisch über 800 Millionen Nutzern und Nutzerinnen teilen kann, warum ist sie denn so attraktiv gerade bei den jungen Menschen? Kurz zusammengefasst, TikTok erfüllt einfach genau gerade alles, was gerade Zeitgeist ist, sagt man sozusagen Zeitgeist ist. Es ist schnelle Information, es ist Bewegtbild, es ist Video, es ist trendy, es ist lustig und es sind einfach dort meine ganzen Influencer, alle meine Vorbilder auch in irgendeiner Art und Weise vorhanden. Spannend ist, in Österreich gibt es TikTok ja schon viel länger, hieß früher Musical.ly und wir beobachten das jetzt eigentlich seit 2015, 2016 schon. Und merken einfach gerade, wie groß dieser Hype ist. Also letzter Jugend-Internet-Monitor war es mittlerweile sogar schon auf dem Platz 6 und wir sind uns sicher, dass Facebook mittlerweile zumindest in dieser jungen Zielgruppe überholt worden ist. Aber es gibt doch auch bei jeder App auch eine Altersbeschränkung. Das heißt, offiziell dürften ja Personen unter 13 Jahren TikTok gar nicht benutzen. Und wenn wir uns umschauen, sind ja auch jüngere Menschen, also jüngere Personen in diesem Chat oder in dieser Videoapplikation schon verhaftet. Absolut. Also das ist auch ein Thema. Diese Apps haben einfach auch ganz viele Trigger und Motivationen, dass auch vor allem die Jüngeren da hineingesogen werden sozusagen. Die Idee mit den 13 Jahren kommt eigentlich aus Amerika dadurch, dass die meisten Apps amerikanische Apps sind. Das ist dieser sogenannte Children Protection Act und die verbietet eigentlich amerikanischen Unternehmen, Daten von Kindern unter 13 zu verarbeiten in Österreich. Können ja Kinder durch die DSGVO mittlerweile zustimmen, wenn sie 14 sind, dass ihre Daten verarbeitet werden, also noch ein Jahr älter. Und ja, wir beobachten das.
Aber in der Regel gibt es keine richtigen Nachteile eigentlich für Kinder, wenn sie jetzt zu jung sind, wenn man zum Beispiel jetzt touristisch drauf wirft, wenn man die pädagogische Brille drauf wirft, dann ist das natürlich alles immer ein bisschen auch kritischer zu hinterfragen. Vor allem gerade bei TikTok, weil viele dieser Videos natürlich auch sehr freizügig sind, weil die natürlich an dieser ganzen Popkultur auch angelehnt sind. Und da ist es dann auch wichtig, dass man entsprechende erwachsene Begleitpersonen hat, die darüber auch reflektieren, was sieht man da eigentlich und dass man selber vielleicht nicht ganz so freizügig sein muss. Genau, zur Freizügigkeit. Das heißt, es geht um einen sicheren Umgang mit dem Internet. Das heißt, ich gebe auch Empfehlungen ab, wie zum Beispiel, stelle dein Konto auf privat, überdenke nochmal deine Profilfotos, glaub nicht alles, was du siehst oder glaub nicht alles, was du liest. Genau so ist es. Also wir haben auch direkt auf Safer Internet ganz aktuelle Privatsphäre-Leitfäden erstellt, wo wir immer versuchen, genau solche Tipps auch zu geben, weil die sind oft relativ gut versteckt. Man muss dann auch schon mal die kleinen Tipps und Tricks wissen. Und ebenso ein ganz konkreter Tipp bei den Allerjüngsten ist, man muss sein TikTok-Profil zum Beispiel nicht öffentlich machen. Ja, man kann auch mit seinen Freunden, Freundinnen TikTok-Videos erstellen, diese Filter und Funktionen und Musik alle nutzen. Aber man muss eben das Ganze nicht immer gleich öffentlich machen. Und da versuchen wir auch viel Aufklärungsarbeit eben auch gerade bei den erwachsenen Bezugspersonen zu leisten und zu sagen, schau, es ist wichtig, dass du gemeinsam mit deinem Kind auch hinterfragst, warum ist es dort, was ist diese Grundmotivation und wie kannst du dein Kind dabei unterstützen oder welche Regeln braucht es? Eine ganz wichtige Bedeutung hat ja auch die Online-Kommunikation. Das heißt, nur weil es zum Beispiel Facebook ist oder Instagram ist, heißt das nicht, dass man dort quasi mit Schimpfwörtern oder mit Hass-Tiraden quasi auftrumpfen soll. Das heißt, es geht immer um eine wertschätzende Kommunikation, die auch in den sozialen Medien gepflegt werden sollte. Genau, das ist ein ganz großes Problem. Wir sehen es eh mittlerweile, die Regierung beschäftigt sich also ganz aktiv auch mit dem Thema Hate Speech, Hassrede im Netz und wie man damit auch Regeln schaffen kann, dass es gesetzlich verankert wird, dass man dagegen vorgehen kann. Also Dinge wie zum Beispiel Upskirting sind ja jetzt auch drinnen, also dass man zum Beispiel Frauen unter den Rock filmt. Das sind lauter so Dinge, die einfach ad hoc wichtig sind, dass man darüber redet und dass man da auch entsprechende Regeln nicht nur für Kinder, sondern vor allem auch für Erwachsene schafft. Große Herausforderungen, aber bei den Kindern, und das haben wir in einer Studie herausgefunden, gemeinsam mit der Uni Wien in einem Projekt, das hieß Zivilcourage 2.0, ist, dass es online einfach keine Helden gibt. Das bedeutet, wenn ich mich online irgendwo einsetze für jemand anderen, dann haben sehr viele, vor allem auch die Jüngeren, Angst, dass es zurückschlägt und dass plötzlich ganz viele auf einen haten, nennt man das dann. Und da braucht es auch wieder viel Aufklärungsarbeit, nicht nur bei den Kindern, sondern auch bei den Erwachsenen, wie sie dann mit so einer Situation umgehen. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel zu einem Erwachsenen hingehe und ich nehme ein Smartphone und sage, hey, da ist jemand gemein im Internet, und der Erwachsene reagiert darauf und sagt, schalt dein Internet aus, leg das Handy weg, ist nicht so schlimm, dann ist das natürlich eine falsche Reaktion. Ja. Es bringt dem Kind zu dem Zeitpunkt natürlich nichts. Und da ist einfach die Basis zum Beispiel, die wir immer mitgeben, die digitale Welt ist gleichwertig für Kinder wie die Offline-Welt. Und dieses Verständnis braucht man mal dafür, dass man dann auch richtig reagieren kann. Also ich muss sagen, es ist sehr, sehr interessant. Ich wünsche euch, dass ihr bald wieder losstarten könnt mit euren persönlichen Workshops. Grundsätzlich ist die Digitalisierung ein Fortschritt, mit dem wir quasi mithalten können, mithalten sollen. Also bringt ja wesentlich auch viele Vorteile in unserem Alltag. Aber grundsätzlich gilt die Devise Stay Online, Stay Safe. Lieber Matthias, vielen, vielen Dank für das Gespräch heute. Sehr, sehr gerne. Und ich hoffe, dass wir uns persönlich bei einem der Workshops begegnen. Und ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid beim nächsten Café Talk, aber bitte mit Sahne.